Roberto Blancos flammender Appell, schon seit einer Weile ist die Exhumierung von Ludwig van Beethoven Thema. Der Grund, es soll eine DNA-Untersuchung vorgenommen werden, um zu beweisen, dass der Komponist und Pianist, der in Bonn geboren wurde, afrikanische Wurzeln gehabt haben könnte. Einer, der davon ebenfalls überzeugt ist, ist Roberto Blanco, 84. Er wendet sich jetzt in einem Video an den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, 60. Der die Exhumierung in Auftrag geben soll. Wem sah der wohl ähnlicher? Ihnen oder mir? Ich wette, er sah mir ähnlicher, als man glauben mag, so der Schlagersänger. Die ganze Geschichte zeigen wir Ihnen im Video. Beethoven wurde schon zweimal exhumiert. Es wäre nicht das erste Mal, dass das Grab von Beethoven geöffnet wird. Tatsächlich wäre es das dritte Mal. 1863 wurde er erstmals exhumiert. Dabei wurden unter anderem seine Gebeine gemessen und sein Schädel fotografiert. 25 Jahre später wurde das Ganze wiederholt und seine menschlichen Überreste wurden auf den Wiener Zentralfriedhof umgebettet, wo sein Grab bis heute zu finden ist.